Glück ist ein Konzept, das jeder auf seine eigene Weise erlebt. Für Florian und Beatrice sind Glück nicht nur die großen Momente im Leben, sondern auch die kleinen Dinge, die täglichen Freuden, die sie gemeinsam im Familienleben teilen. Florian ist Informatikingenieur, seine Arbeit erfordert Konzentration und Kreativität. Beatrice ist eine Innenarchitektin, die bei jedem ihrer Projekte stets die Balance zwischen Einzigartigkeit und Komfort sucht. Zwei Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Berufen, die aber perfekt zusammenpassen und ein farbenfrohes und bedeutungsvolles Zuhause schaffen. Normalerweise ist Florian jeden Morgen der Erste, der aufwacht. Er steht gerne früh auf, um ein paar Minuten vor Beginn eines neuen Tages eine starke Tasse Kaffee für beide zuzubereiten. Es war ein Moment, den Florian oft für Beatrice reservierte, indem sie Gedanken und Pläne für diesen Tag austauschen und manchmal einfach still sitzen und gemeinsam den Geschmack des Kaffees genießen konnten. Beatrice beginnt jeden Tag gerne damit, ein wenig Zeit damit zu verbringen, aus ihrem Wohnzimmerfenster zu schauen. Sie liebte das Gefühl des Friedens und das Erwachen der Stadt. Es ist an der Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich in gute Laune zu versetzen, bevor sie in das geschäftige Leben eines neuen Tages eintritt. Das Familienleben von Florian und Beatrice besteht aus mehr als nur Arbeit und Alltag. Sie verbringen immer Zeit miteinander, um gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben. Jedes Wochenende veranstalten sie oft kleine Picknicks im Park in der Nähe ihres Hauses. Es ist eine Gelegenheit für sie, gemeinsam zu entspannen, zu plaudern und die frische Luft zu genießen. Darüber hinaus veranstalten Florian und Beatrice auch oft kleine Partys zu Hause und laden dazu Freunde und Verwandte ein. Sie glauben, dass das Teilen von Freude mit anderen nicht nur der beste Weg ist, Beziehungen aufzubauen, sondern auch eine Möglichkeit, unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Das Familienleben kann sich jedoch Herausforderungen nicht entziehen. Auch Florian und Beatrice haben schwierige Zeiten durchgemacht, wussten aber immer, wie sie mit gegenseitiger Unterstützung und Ermutigung diesen Schwierigkeiten begegnen und sie überwinden konnten. Für Florian und Beatrice ist Glück nicht nur ein mentaler Zustand, sondern auch ein Prozess, eine tägliche Pflege und ein Aufbau. Sie verstehen, dass Glück nicht durch großen Erfolg oder luxuriöse materielle Dinge entsteht, sondern durch kleine Dinge, durch Verständnis und Teilen in ihrem täglichen Leben. Das ist das Geheimnis des glücklichen Familienlebens von Florian. Aus, wahrscheinlich von den Zähnen einer kleinen Schlange. Aber er konnte sich nicht erklären, wie eine Schlange in Marias Zimmer gekommen war. Doch nachdem die Pathologen Tests durchgeführt hatten, bestätigten die Ergebnisse der Autopsie seine Befürchtungen auf erschreckende Weise. Der Bericht des Gerichtsmediziners enthüllte eine schockierende Wahrheit. Maria war nicht eines natürlichen Todes gestorben, wie sie zunächst angenommen hatten. Und sie war auch nicht von einer tödlichen Schlange gebissen worden. Stattdessen war ihr eine tödliche Chemikalie injiziert worden, die ihren Tod verursacht hatte. Aber das war noch nicht alles. Ein weiteres erschreckendes Detail kam ans Licht. Der Winkel, in dem Maria die Injektion verabreicht worden war, deutete darauf hin, dass sie es unmöglich selbst getan haben konnte, was einen Selbstmord ausschloss. Jemand anderes musste für ihren Tod verantwortlich sein. Als er diese Information verarbeitete, wurde Pater John das Gefühl des Entsetzens und der Empörung nicht los. Jemand hatte Maria absichtlich das Leben genommen, sie ihrer Zukunft beraubt und ihre Angehörigen mit den verheerenden Folgen zurückgelassen. Die Enthüllung von Marias Mord versetzte Pater John in einen Zustand des Schocks und des Unglaubens. Wie konnte jemand seiner süßen, unschuldigen Schwester etwas antun? Der Gedanke nagte an ihm und erfüllte ihn mit einem Gefühl von Wut und Trauer, das ihn zu überwältigen drohte. Während er mit der Nachricht kämpfte,